Heute wollte ich euch mal ein smartes Bewässerungssystem von Plumata vorstellen. Das ist es nicht, das ist von Scheurich, wie man sehen kann, hat aber eine ähnliche Funktionsweise und anhand dessen kann man es ein bisschen leichter erklären. Zwar geht es um diese Tonkegel hier, die kann man im Set oder auch einzeln kaufen. Nicht Plumata, Entschuldigung, Plumat ist die Marke, ich halte es mal hier in die Kamera. Genau, Plumat heißen die und das sind erstmal solche Tonkegel mit einem Schlauch dran. Den Schlauch mache ich jetzt hier einmal ab. So, sieht dann so aus, ist dann oben so ein kleiner Plastik drauf. So. Im Prinzip funktionieren die wie diese, ja, Birdies von Scheurich, kennt man ja, einfach einen Tonkegel ins Wasser, Wasser rein und dann ziehen die das Wasser nach die Pflanzen oder das Trupp, ja, geht halt in die Erde und die Erde wird befeuchtet. Problem bei diesen Teilen ist, die haben halt nur eine begrenzte Aufnahmekapazität und man sieht die halt unschön immer aus den Blumen rausgucken. Die hier sind etwas smarter, wie ich finde. Und bevor ich jetzt groß drum herum rede, nehmen wir die einfach mal in Betrieb, denn da kann man schon sehen, auf was es hinausläuft. So, als erstes entferne ich mal den Deckel durch einfaches Ziehen. Der ist nicht aufgeschraubt, der ist nur aufgesteckt. Dann sieht das Ding so aus. Für den ersten Schritt habe ich hier eine Schüssel mit Wasser stehen und da tunke ich den jetzt einmal rein. Und zwar so, dass die ganze Luft entweichen kann. Genau. Und dann lege ich den jetzt erstmal hier rein. Dann kann der jetzt, hat er jetzt 15 Minuten Zeit, Wasser zu ziehen. So, die 15 Minuten schneide ich jetzt natürlich raus und dann hören wir uns gleich wieder. So, mein Wecker hat gerade geklingelt, die Viertelstunde ist um. Wie geht es jetzt mir mit der Inbetriebnahme weiter hier? Naja, ich nehme mal den Deckel und alles, was ich jetzt mache, sollte man echt unter Wasser machen. Das hat den Hintergrund, dass wir jetzt versuchen müssen, aus diesem System hier die Luft rauszukriegen. In dem Schlauch ist noch Luft, das werden wir gleich sehen. Dazu hänge ich mal die Nase jetzt hier rein und ich schiebe es mal ein bisschen vor, dass man es schön sehen kann. So, jetzt nehme ich den Tonkegel und tue den nicht raus. So, das trinke ich auch mal rein, dass hier ein paar Luftbläschen aufsteigen. Ich versuche es mal so zu machen, dass ihr denn hier, schaut mal da drauf, da wird jetzt gleich Luft rauskommen. Ja, genau, nicht aus dem Wasser, habe ich gesagt. So, und ich setze jetzt den Deckel im Wasser drauf. Und ja, wir versuchen mal die Luftbläschen zu sehen, die ich dann da rausdrücke. So, gesehen. Also hier kommt Luft raus. Und ist immer noch Luft drin, ist nicht die ganze Luft raus, deshalb muss man das ja laut Anleitung bis zu dreimal wiederholen. Ich würde es einfach so machen, so lange wiederholen, bis da keine Luft mehr rauskommt. Auch immer darauf achten, dass im Tonkegel keine Luft ist, denn immer wieder mal so ein bisschen anheben, dass da die Luftbläschen rauskommen und dann einfach mit Gewalt den wieder auf den Deckel drauf drücken. So, gucken wir mal, ob wir was sehen können hier. Hoppala. Kann auch hier so ein bisschen das Plastik zusammendrücken. Ja, dann sieht man da die Bläschen aufsteigen. Also ich mache das jetzt noch ein paar Mal, bis die Luft raus ist. So ist man sich dann sicher, dass keine Luft mehr im System ist, kommt das Teil in eine Pflanze rein. Das habe ich jetzt mal vorbereitet. Das eignet sich zum Beispiel wunderbar für so einen Basilikumstrauch hier. Das Schöne ist nämlich, wenn man mal guckt, man sieht gar nicht, dass da schon was drin steckt. So, ich habe dann noch vergessen, das Etikett abzumachen. Trotzdem sieht man es nicht. Hier ist das Ding einfach reingerammt. Und dadurch, dass das jetzt hier so schön mittig ist, können sich dann die Wurzeln das Wasser ziehen. Und wie funktioniert jetzt das Ganze? Hier habe ich das Ende des Schlauchs, wie bei dem anderen auch. Das steht ja noch hier. Und jetzt hänge ich das einfach hier rein. Zack, fertig. Das war's. Und das Schöne ist, ich kann jetzt also, was ich immer als Problem hatte, ich habe immer das Basilikum ein bisschen zu feucht werden lassen, dann bildet sich so eine so eine Schimmelschicht auf jeden Fall oben auf der Erde. Und wenn ich das jetzt hier einfach reinhänge, kann ich das ein bisschen besser einfach regulieren. Regulieren kann ich das insoweit, dass ich zum Beispiel, wenn ich das Ding hier hochstelle, den Druck erhöhe. Kennt man von Wassertürmen. Also der Druck im Schlauch steigt und hier unten kommt dann eben mehr Wasser raus. Und wenn ich es flach hinstelle, dann entsprechend weniger. Muss man ein bisschen rumprobieren, was halt für die Pflanze gerade so das Richtige ist. Ich kann hier schon sehen, das habe ich jetzt hier schon ein paar Tage drin. Und der hat richtig schön die Erde schon mal feucht gemacht. Ist fast schon sogar ein bisschen zu viel. Ich hatte das ein bisschen höher stehen hier. Und das stelle ich jetzt niedriger. Schön ist halt auch,
Also was ich jetzt im Vergleich zu dem Ding finde, erstens, das würde ich hier wahrscheinlich nur mit Mühe und Not reinkriegen, nimmt viel zu viel Platz weg und es sieht natürlich elegant aus. Ich meine, das stelle ich so hin, hinten dran irgendwo den Wassertank verstecken, kann man ja auch ein einfaches Glas zum Beispiel nehmen oder eine grüne Bierflasche, die noch unauffälliger ist und dann sieht man da gar nichts von. Was ich euch jetzt leider nicht erklären kann, ist, mit welchen physischen Kräften das Wasser da reingezogen wird. Vielleicht hat der ja eine Lust, mal einen Kommentar zu schreiben oder auf einen Link zu verweisen, welche physischen Kräfte da wirken, damit das Wasser am Ende in der Pflanze landet. Ich meine, bei dem Ding ist es relativ klar, da hat man einfach die Schwerkraft, die das Wasser nach unten drückt. Hier ist es nicht so eindeutig. Gerade für eine Urlaubsbewässerung finde ich das auch eine tolle Lösung, weil dann kann man halt auch größeren Bottich nehmen, einen kleinen Deckel drauf oder so und dann einfach hinstellen. Und dann ist das, ja, kann sich das Wasser tagelang Wasser ziehen und die Pflanze ist gut versorgt. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich das Ding smart finde. Ja, smart finde ich es deshalb, wie gesagt, weil es sich schön versteckt. Das Kabel ist 80 cm lang, man hat also auch ein bisschen Spielraum damit. Zum einen ist es recht günstig noch. Ich glaube, man zahlt unter 4 Euro pro Tonkegel. Habe ich mal Amazon verlinkt natürlich. Und smart finde ich es vor allem deshalb, weil es eben keinen Strom braucht, also weil ich es einfach so einsetzen kann, total billig. Und es wurde auch von der Stiftung Warentest getestet und bei denen hat das auch funktioniert. Es ist sogar angegeben, wie viele Milliliter man da pro Kegel rausbekommt und die gibt es auch in zwei verschiedenen Größen.